Ja, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile vierten Folge der Videoserie zu Lehrtools und Erfahrungen aus der Online-Lehre. Ich bin hier wieder zusammen mit Jan und mit Carsten und wir wollen heute gemeinsam über das Thema Audio im Wesentlichen sprechen. Jan wird uns, glaube ich, gleich ein paar Dinge zeigen. Er ist ja am Institut für Musik und dort der Profi, was das Thema Audio auch angeht. Ich denke, wir haben alle aber auch unsere Erfahrungen gemacht und ja, ich denke, das Thema Audio ist ein wichtiger Aspekt generell, nicht nur, wenn man eine Vorlesung online macht, sondern so wie ihr am Institut für Musik natürlich auch mit Instrumenten arbeitet und ich denke, um beides wird es heute gehen. Und damit übergebe ich mal das Wort direkt an dich, Jan. Vielleicht magst du kurz. Ja, also ihr seht schon, ich bin heute mindestens zweimal zu sehen. Einmal spreche ich gerade über ein ganz normales iPhone mit einem ganz normalen Headset. Das ist im Moment das Setup, über das ihr mich hört. Ich habe hier nebenan noch ein weiteres Setup aufgebaut. Das ist MacBook Pro und da ist noch eine Kamera dran angeschlossen und verschiedene Mikrofone. Ihr seht hier auch schon ein Mikrofon, das ist aber gerade gar nicht an, sondern ich wollte ja mal zeigen, so wie die verschiedenen Mikrofone klingen. Ich würde aber euch gerne vorab einmal eine Folie zeigen, um so ein bisschen die Problematik, die wir als Musiker haben, darzustellen. Für Sprache funktioniert nämlich Zoom irgendwie super. Da gibt es viele Algorithmen, die das optimieren. Da gibt es so Rauschunterdrückungsalgorithmen, es gibt so Hall- und Echounterdrückung. Da gibt es verschiedene Sachen, die passieren. Die sind aber für Musiker, wenn man ein Instrument übertragen möchte, gar nicht so gut. Also, das ist gerade mein Setup. Ich spreche, wie gesagt, einfach über das iPhone. Wir werden gleich noch hören. Das Setup, ich habe ein Headset am Mac, beziehungsweise ein anderes Mikrofon. Das überspringen wir mal. Das werden wir gleich noch hören. Das ist, glaube ich, auch das Setup, über das wir gerade Nikolas hören im Prinzip. Also ein dynamisches Mikrofon und ein Interface, das in den Rechner geht und dann das Zoom-Meeting rauswirft, zumindest audiomäßig. Ganz kurze Frage dazwischen. Das ist aber egal, ob dazwischen ein Apple-Rechner steht oder ob irgendein Rechner aus einer anderen Welt. Ja, ja, das ist völlig egal. Ich wollte nur zeigen, was ich gerade mache, aber das ist natürlich völlig egal. Ich glaube, Niklas, bei dir ist es auch ein Windows-Rechner, ne? Ganz genau, ja. Ein Dell-Windows-Rechner ist es. Genau, das ist völlig egal. Wie man das gleich einrichtet, da kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber mir geht es um das grundsätzliche Problem, was man nämlich nicht hat. Kopfhörer hat man auch noch oft dabei, das ist gut, so damit es keine Echo-Noise-Canceling gibt. Das Problem ist, dass man keine Kontrolle hat, wie im Tonstudio. Man weiß gar nicht, was auf der anderen Seite ankommt. Es gibt normalerweise, wenn wir im Tonstudio sind, haben wir viele Mikrofone, Effekte, dann gibt es einen Toningenieur, der auf der anderen Seite der Scheibe sitzt und macht seine Musik und der Toningenieur sagt einem, ne, einmal musikalisch, aber auch technisch hat er alles im Griff und weiß, die Mikrofone sind richtig eingestellt, das Mischpult ist richtig eingestellt, die Effekte sind richtig eingestellt und er kann das direkt hören. Wenn ich ein Zoom-Meeting mache als alleiniger Instrumentallehrer oder auch ein Zoom-Meeting nur mit Sprache, habe ich diese Kontrolle nicht. Was passiert denn da eigentlich im Rechner? Was passiert bei der Übertragung? Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen, ich muss daran glauben, dass es funktioniert. Und für Sprache funktioniert es super. Also, wie gesagt, ihr könnt mich gut hören. Da sind die Algorithmen optimiert. Da ist es sogar fast egal. Also es klingt natürlich ein bisschen besser und ein bisschen schlechter, wenn man bessere und schlechtere Mikrofone benutzt, aber es ist nicht so, dass es unnutzbar wird, sondern es ist so vielleicht mal ärgerlich, dass die Tonqualität nicht so gut ist. Aber zum Beispiel über dieses einfachste Setup jetzt mit dem Headset funktioniert es schon sehr gut. Wenn ich jetzt aber Klavier spiele, sitze jetzt ja an einem Flügel. Hört ihr irgendwas? Ich weiß es nicht, weil ich es nicht kontrollieren kann. Und wie gut es bei euch ankommt, kann ich auch nicht wissen, weil nur ihr das hört. Wahrscheinlich nicht so gut. Also es war ein bisschen verzerrt, würde ich sagen. Ich habe gerade überlegt, welches Stück es war. Ich komme aber nicht drauf. Das können wir nochmal raten. Ich kann es nochmal ein paar Mal spielen. Das ist auf jeden Fall ein bekanntes. Genau. Also
das ist, glaube ich, bei uns Instrumentallehrern oder bei unseren Instrumentallehrern im Institut für Musik oft das Problem, dass sie gar nicht wissen, ich spiele perfekt, also ich werde jetzt nicht perfekt spielen, aber der Instrumentallehrer, der den Unterricht gibt, aber was kommt auf der anderen Seite an? Ich habe keine Kontrolle darüber und das ist natürlich für Musiker extrem ärgerlich. Weil auf der einen Seite der Rechner eben sowas wie eine Rauschunterdrückung macht und der hackt zum Beispiel, wenn ich langklingende Noten spiele, hackt er die einfach ab. Ich lasse die ganze Zeit gedrückt, ihr hört meine Stimme, aber ihr hört das Klavier wahrscheinlich nur kurz. Ja. Ja, ist weg. Man hört es ja noch ganz, ganz leise so im Hintergrund, ganz, ganz leise. So, ist für einen Instrumentalunterricht natürlich Mist, weil die Hälfte der Informationen fehlt. Lässt sich das ist ein Zoom-Feature, oder jetzt? Dann, das macht genau. Das kann man, genau. Kann man das ausschalten? Genau, das wollte ich euch jetzt neu zeigen. Also jetzt zeige ich euch mal. Also ihr seht jetzt meinen Bildschirm und man kann in den Zoom-Einstellungen umstellen, was man hören möchte. Das wird jetzt hier nichts nützen, weil ich ja immer noch über das Telefon spreche. Wenn ich die Zoom-Einstellung jetzt auf dem Rechner ändere, passiert mal gar nichts. Darum switche ich jetzt erstmal zum Rechner. Also ich habe jetzt den Rechner gewechselt. Ich spreche jetzt über das integrierte Mikrofon von meinem Rechner. Und unten links in der Zoom-Leiste kann man das Mikrofon einstellen. Das steht jetzt bei mir auf Mikrofon integriert. Genau, mit den Standardeinstellungen. Darf ich noch kurz eine Verständnisfrage stellen? Also ja. Du hast jetzt praktisch dich zweimal eingewählt. Einmal über dein iPhone, über die Zoom-App oder und dann gerade über dieses iPhone gesprochen. Das war der Anfang. Und jetzt hast du gewechselt, sprichst also über die integrierte, über das integrierte Mikro deines Laptops oder deines Macs. Ja, genau. Ja, okay. In den Zoom-Einstellungen kann ich nun diese Automatiken, die Zoom hat, verändern. Und zwar unter Audio. Und es gibt in der neuesten Version von Zoom, da muss man mal gucken, dass man die neueste Version integriert hat. Wo ist es jetzt? Da. Nee, muss ich das Fenster schließen. Also ich bin gerade in der Version 5.3.0 unterwegs. Es wurde Anfang September eine neue Version mit einer High-Quality-Option veröffentlicht. Das gibt es also noch nicht so lange, dass man hier unten auf Erweitert, das hier sieht, HiFi-Musikmodus. Damit man das überhaupt anzeigen kann, gibt es hier so eine Meeting-interne Option Originalton aktivieren. Das muss man allerdings in seinem Profil nochmal aktivieren, das zeige ich jetzt nochmal. Das wird vielleicht bei euch gar nicht zu sehen sein. Wenn man aufs Profil klickt und dann erweiterte Funktionen anzeigen, dann loggt sich Zoom automatisch ein mit dem Konto. Die Einstellung wieder wegmachen. Könnt ihr mir bei dem Capture gleich helfen? Da bin ich immer gnadenlos schlecht. So, das wird ein kleines. H67 G6. Ja, das ist doch zu erkennen. Na, guck mal, das hat geklappt. In den Einstellungen, da gibt es ganz, ganz viele, die man an- und ausmachen kann. Ich kenne die meisten davon selber nicht. Suche ich jetzt mal, einfach mit der Browser-Suche, also Command-F, nach Audio. Und das meine ich nicht, sondern hier. Hier gibt es zwei Optionen, die wichtig sind, um eine bessere Tonqualität zu bekommen. Einmal kann man Benutzern ermöglichen, ihren Kleineinstellungen Stereoton zu wählen. Das habe ich angeschaltet. Und den Benutzern ermöglichen, in ihren Kleineinstellungen den Originalton zu wählen. Das ist auch defaultmäßig ausgeschaltet. Das muss man einmal anschalten, damit man wirklich die volle Kontrolle über die Signale hat. Wenn ich das gemacht habe, wie gesagt, habe ich dann hier Meeting interne Option Originalton aktivieren und habe in meinem Meeting, da ist jetzt auch die Frage, ob ihr das seht, ich stoppe jetzt mal die Bildschirmfreigabe. Ja, ihr seht es da nicht, weil ich die Bildschirmfreigabe stoppen muss. Ich habe bei mir dann einen neuen Button, der heißt Originalton aktivieren. Der ist oben links in meinem Meetingfenster. Den sieht man nur, wenn man das hier aktiviert hat. Ich kann das jetzt
über Zoom nicht rüberspielen. Ich werde es aber in dem Podcast einfach nochmal zeigen, dass man oben links diesen Button sieht. Wenn ich den Originalton einschalte, werden die Hallunterdrückung deaktiviert und der HiFi-Modus gestartet. Wenn ich das jetzt mal mache, klingt es vermutlich anders bei euch. Es wird wahrscheinlich sogar rauschiger sein, weil die Hallunterdrückung weg ist. Leichtes Rauschen höre ich. Genau. Ja. Genau. Ich bin in einem sehr ruhigen Raum hier, darum ist das Rauschen nicht so groß. Wenn ich das Fenster aufmachen würde, würde man viel mehr Nebengeräusche hören. Aber jetzt erstmal nur mit dem integrierten Mikrofon bricht der Ton nicht mehr ab. Ja, hört man ganz deutlich, gleich zu vorhin. Genau, wenn ich das nochmal anschalte, also beziehungsweise den Originalton ausschalte. Ja. So, und das Schwierige jetzt für mich auch, gerade weil ich frage euch jetzt auch über, hört ihr das nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist diese Regieproblematik. Ich bin zwar Regisseur, ich habe die ganzen Knöpfe, aber ich habe gar nicht das akustische Feedback von dem, was ich da einstelle. Und dafür ist eigentlich der einzige Trick, der noch irgendwie funktioniert, sich ein zweites Device noch in die Ohren dazu zu stöpseln, damit man selber eine Kontrolle hat. Jetzt höre ich mich wieder doppelt. Könnte man das nicht auch sozusagen auf Ebene der auf der kommunikativen Ebene regeln? Dass man sagt, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Problem, was bei euch in der Musik im Einzelunterricht auftritt? Oder habt ihr auch sozusagen dann Unterricht in größeren Gruppen, wo das dann ein Thema ist? Weil ansonsten würde ich einfach mein Gegenüber fragen oder einen aus der Gruppe fragen. Das würde ich auch nochmal eine gute Möglichkeit bieten, da in den Dialog zu kommen mit den Studierenden. Das stimmt, man kann, ich muss das wieder wegmachen, sonst kann ich nicht sprechen. Das stimmt, man soll und muss natürlich auch mit den anderen reden, aber ich würde jedem empfehlen, einmal auszuprobieren, was diese verschiedenen Optionen machen, damit man eine Vorstellung davon hat, ob es Sinn macht, die ein- oder auszuschalten. Ich würde die in jedem Falle benutzen, wenn ich nur spreche. Darum haben die es in Zoom, glaube ich, auch so integriert, dass man das relativ schnell an- und ausschalten kann. Das ist im Zoom-Fenster, man kann das an- und ausschalten. Wenn ich spreche, sind diese Automatiken super. Die haben auch dieses das Echo-Canceling, selbst wenn ich nicht über Kopfhörer sprechen würde, kriegt die Automatik das hin, die Sachen wieder rauszufiltern, die von einem anderen Gesprochenen kommen. Für Sprache auf jeden Fall einfach die Default-Einstellung lassen, dann ist alles gut. Nur wenn man wirklich hohe Ansprüche an den Ton hat, dann sollte man mal in diese Einstellung reingucken. Und dann hilft es natürlich auch, wenn man dann verschiedene Mikrofone benutzen kann. Das ist das Nächste, was ich vielleicht zeigen wollte. Mhm. Also ich spreche ja immer noch über das interne Mikrofon. Ich habe jetzt vor mir auch noch das hier. Jetzt ist genau diese Situation. Hört ihr das jetzt oder hört ihr das nicht? Also ich frage euch jetzt einfach, hört ihr den Unterschied? Absolut. Ganz deutlich. Ja. Genau. Es ist im Moment bei mir der Originalton ausgeschaltet. Also die Automatiken von Zoom sind noch an. Das heißt, auch hier ist es noch so sein, dass die Töne abbrechen. Nicht so, oder? Das halt jetzt nach, oder es klingt nach. Okay, dann seht ihr schon mal, dass ein gutes Mikrofon schon mal viel mehr bringt als das integrierte Mikrofon, das im iMac beziehungsweise im iPhone drin ist. Weil die ja zusätzlich auch nochmal Automatiken haben. Das iPhone hat ja intern, bevor das überhaupt in Zoom reingeht, schon verschiedene Kompressoren, die den Level anheben und so weiter. Genau. Ich schalte jetzt mal meine Kamera nochmal um. Ich habe hier noch eine weitere Kamera. Das ist die hier. Kommt von dem Hersteller Zoom, der nichts mit dieser Firma Zoom Ass zu tun hat, sondern die heißen einfach gleich. Der hat eine Kamera, an denen man Mikrofone anschließen kann und auch noch integrierte Mikrofone hat. Und
Im Moment ist das Mikrofon auch an die Kamera angeschlossen und wir hören den Ton über die Kamera. Ich kann aber auch die integrierten Mikrofone von der Kamera noch mit anschalten. Und mache den Originalton an. Ihr solltet jetzt eigentlich das beste Ergebnis hören. Ihr habt jetzt Mikrofone, die extra vor dem Klavier stehen. Ja, bis auf den Verspieler da. Den habt ihr vielleicht auch besser gehört als vorher. Kannst du jetzt auch noch mal dazu singen? Ja, das könntest du ja vielleicht machen. Ja, du hast das gute Mikro da. Das klingt auf jeden Fall gut, aber was man natürlich dann auch noch hat, ist, das Rauschen bleibt jetzt, ne? Genau, das Rauschen ist jetzt natürlich, das ist dann das, was man dadurch erkauft. Wo kommt das her? Weißt du das? Ist das? Ja, jedes Mikro rauscht dann ein wenig. Also das ist, vielleicht ist es auch Quantisierungsrauschen, weil es immer noch komprimiert ist, ne? Es ist immer noch nicht unquantisierte Audioqualität, aber es ist schon mal viel, viel besser. So ist das Rauschen wahrscheinlich weg, oder? Ja. Genau, jetzt ist es ganz still. Genau, jetzt ist der Originalton wieder ausgeschaltet. Und dann ist immer die Frage, wie stark es abbricht. Genau, das ist eben noch nicht diese High-Audio-Qualität. Ich spiele das gleiche jetzt nochmal mit Originalton. Und aus Spaß mache ich jetzt nochmal den Wechsel zu dem iPhone. Ich spiele das gleiche Stück nochmal. So. Nicht so gut. Und viele Studierende haben natürlich einfach nur ein iPhone, mit dem sie dann auf der anderen Seite arbeiten. Die Lehrenden sind oft schon ganz gut ausgestattet, die Studierenden natürlich, weil das Equipment natürlich auch ein bisschen was kostet, haben da größere Probleme, da zu investieren. Aber für den Musikunterricht macht es auf jeden Fall Sinn, da nochmal in Mikrofone und Geräte zu investieren. So, jetzt springe ich aber nochmal. So, jetzt hört ihr mich. Ja, jetzt wieder auf dieser Seite. Und jetzt wieder mit Rauschen, ne? Jetzt hast du noch den Original. Genau, jetzt ist der Originalton noch an. Man kann mittlerweile auch, das kann ich, glaube ich, so wieder zeigen. Das heißt, diese Rauschunterdrückung heißt bei Zoom Hallunterdrückung aktivieren. Man kann das Deaktivieren ausschalten. Dann ist das Rauschen jetzt wahrscheinlich weniger. Ja, ich höre keinen. Genau, aber ich habe trotzdem noch den HiFi-Modus. Die Frage ist jetzt, wo die Schwelle ist, dass er das wegdrückt. Vielleicht ist das die beste Option, dass man diese Hallunterdrückung noch aktiviert lässt und nicht deaktiviert. Ach, das Häkchen sagt deaktivieren. Okay, wenn der. Ja, genau. Jetzt ist sie aktiv. Ah, okay. Mhm. Genau, jetzt ist sie aktiv. Das ist doppelte Verneinung. Mhm.
Und du warst jetzt im Originalton. Ich bin im Originalton, genau. Okay. Ich glaube, die Option sehe ich zum Beispiel bei mir noch nicht. Da habe ich also nicht die neueste Version oder konnte ich das, war das schon immer möglich? Nee, das ist erst in der neuesten Version möglich. Du musst dann den Zoom-Client einmal updaten. Ich habe das gestern auch erst gemacht und heute das erste Mal getestet. Man muss den Zoom-Client updaten und wie gesagt, und einmal in den Browser-Einstellungen den Originalton aktivieren, erstmal ermöglichen. Ah doch, dieses Häkchen habe ich. Im Meeting Option Originalton aktivieren vom Mikrofon anzeigen. Ja. Aber ich kann dieses Hi-Fi-Ding da noch nicht auswählen. Das heißt, ich habe nicht die neueste wahrscheinlich. Ne? Genau. Das Häkchen gab es schon immer, nur dieser Hi-Fi-Modus, den gab es noch nicht. Und da sieht das Fenster auch noch ein bisschen anders aus. Da sind diese, da sind so drei Optionen noch an Algorithmen, die man in verschiedenen Stufen aggressiv, automatisch irgendwie einstellen kann. Aha. Aber jetzt muss ich noch mal fragen. Ich sehe jetzt da oben jetzt, ich habe den Button eingeblendet, da steht jetzt Originalton ausschalten. Das heißt, ich habe jetzt den Originalton im Moment, oder was? Wenn du, genau, wenn da, das ist auch verwirrend, wenn Originalton ausschalten da steht, dann hast du im Moment den Originalton. Und das heißt, wenn ich da jetzt draufklicke, sollte dann, ich klicke jetzt mal drauf, ihr könnt ja mal sagen, ob sich was ändert, ich klicke jetzt mal drauf. Hat sich jetzt was verändert? Ja. Und was? Es klingt also voller, mehr Volumen. Mehr Volumen, okay. Mhm. Dann hätte ich, ist das eigentlich die bessere Option, wenn ich spreche? Ja, genau. Wie gesagt, für Sprache sind diese Automatiken, da braucht man den Originalton nicht. Da würde ich die so lassen, wie sie sind. Ach, komisch. Dann hatte ich die ganze Zeit das Ding im Originalton immer, wahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder im Originalton. Ich finde das besser, weil man mehr Höhen hört. Also man, das klingt zwar voller, aber es klingt ein bisschen voller, weil man von deiner Stimme weniger Höhen wahrnimmt. Also so ist deine Stimme klarer. Okay. Ich finde es ehrlich gesagt besser. Da müsste man ja eigentlich die Unterschiede dann auch hören, ne? Wenn man das sich dann nochmal als Video anschaut. Ja, genau. Okay. Ja. Interessant. Also bei mir sieht es wieder ganz anders aus hier. Ich habe hier Audioverarbeitung, da kann ich irgendwie auswählen, unterdrückt durchgängige Hintergrundgeräusche, unterdrückt sporadische Hintergrundgeräusche, alle Unterdrückungen. Ist jetzt bei mir überall Automatik eingestellt. Ich deaktiviere mal alles hier, mal gucken, was dann passiert. Hallunterdrückung könnte ich auch mal auf aggressiv stellen. Ich habe nur die Wahl zwischen Automatik und aggressiv. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt anders anhöre. Höre ich mich jetzt anders an als eben? Nee. Hast du denn den Originalton jetzt angemacht? Also in deinem Meeting? Ja, ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe, glaube ich, nicht den neuesten Client. Ich habe das eben gerade geguckt. Siehst du denn oben links Originalton einschalten? Ja. Ah, guck mal, jetzt habe ich Originalton. Ja. Ja, jetzt habe ich das Originalton. Hallunterdrückung, aggressiv, das finde ich auch spannend. Jetzt gehe ich mal auf Automatik. Jetzt bin ich auf Automatik. Klingt das anders? Bei dir klingt es ehrlich gesagt sehr gleich. Ja, schade. Ist halt so. Genau, aber jetzt, ne, jetzt sind wir genau in dieser Regieproblematik. Klingt das anders? Ich stelle mir jetzt die Frage, also bist du ja jetzt gerade, was dieses Thema Audio angeht, bist du ja irgendwie sehr versiert. Jetzt denke ich mal so, also ich denke mal für Nikolas und mich ist das in diesem feinen Detaillierungsgrad nicht so das Thema. Ja? Wir möchten, dass unsere Stimme halbwegs rüberkommt. Jetzt denke ich mal an den Gitarrenlehrer bei euch oder derjenige, der ein anderes Instrument unterrichtet. Inwieweit ist er vertraut damit? Inwieweit können wir ihn da unterstützen? Das ist ja jetzt schon echt, du hast da ja viel ausprobiert und können wir jetzt allen sagen, guckt euch mal das Video an und dann stellt mal euren Client so ein. Und das Problem, was ich ja so ein bisschen sehe, mit dem nächsten Update von Zoom passiert da wieder was Neues. Das stimmt, aber dieses Originalton aktivieren gab es schon immer. Mhm. Also das ist schon seitdem es Corona gibt, zumindest gab es die Option und wurde bei uns immer heiß gehypt. Also bei uns die Instrumentallehrer suchen nach diesen Häkchen, weil die merken, wenn ich Instrumentalunterricht einfach nur mit den Standardeinstellungen mache, geht der nicht. Und die ersten 2-3 Wochen habe ich nur damit verbracht, diese Einstellungen zu zeigen. Aber da finde ich, da sieht man, wie wichtig es ist, sich dann auch sozusagen im Kollegen- und Kolleginnenkreis untereinander auszutauschen. Weil ich glaube, jeder entdeckt dann vielleicht wieder irgendwas Neues. Ja, weil das ist ja echt schon Tüftler, aber das kriegst du ja alleine auch gar nicht hin.
Ja. Weil du ja nicht weißt, wie kommt es auf der anderen Seite an. Genau, das ist genau das Problem, dass du gar nicht weißt. Und darum sage ich ja, darum bei diesem Tüfteln hilft es schon, dass man sich einmal ein zweites Device nimmt und selber quasi sein Rezipient wird, um zum auszuprobieren, was passiert denn bei der, höre ich jetzt mehr Rauschen, höre ich weniger Rauschen? Das hilft schon sehr auch, wie sind die Lautstärken? Das ist auch so, wie ist der Pegel? Da muss man auch ein bisschen ausprobieren. Wenn ich diese ganzen Automatiken ausstelle, dann pegelt Zoom nicht mehr automatisch. Und wenn ich den Pegel falsch gesetzt habe, dann bin ich plötzlich viel zu leise oder viel zu laut. Wahrscheinlich viel zu leise. Allein dafür ist es schon mal gut, dass man das ausprobiert, um zu gucken, bleibt der Pegel gleich, also wenn ich hin und her schalte. Aber für den 90% der Leute, die Zoom nutzen bei uns, ist wahrscheinlich jetzt Instrumentübertragung nicht das Thema. Da kann man dann einfach als gute Nachricht sagen, dieser Zoom-Modus funktioniert eigentlich für die Sprache dann fast unabhängig vom Mikro ganz gut. Ne? Da lohnt genau. Es vielleicht in ein Headset mit ein bisschen besser Qualität zu investieren oder vielleicht auch in so ein Mikro mit Audio-Interface, wenn man das will. Aber letztlich ist es egal, man kriegt auf jeden Fall eine ganz gute Qualität hin. Ne? Ja, meine Erfahrung ist sogar, dass diese Lösung hier mit den Stöpseln die günstigste und beste ist, wenn es irgendwie, also best value for Bucks. Das Mikrofon da drin ist gut. Wenn es nur darum geht, um Sprache zu übertragen, kann man einfach die ganz normalen Stöpsel benutzen und es klingt wirklich gut für Sprache. Man muss nichts ändern. Die haben das wahrscheinlich auch bewusst so versteckt. Also man muss ja auch erstmal diese ganzen Optionen finden, dass man sich erstmal einloggen muss auf der Webseite, um das zu aktivieren. Ist jetzt ja nicht gerade benutzerfreundlich. Zeigt ja aber auch, dass es Zoom einen zwingen will, diese Automatiken zu benutzen. Es sei denn, man weiß, was man tut. Ja. Also der Standardnutzer, der seine Vorlesungen oder irgendwie Meetings macht, der braucht sich da eigentlich kaum Gedanken drüber machen. Der, genau. Das ist auch ganz schön. Das ist eine gute Nachricht, finde ich. Ja. Weil ich sehe da schon, also es ist echt eine große Herausforderung jetzt. Ne? Ob es jetzt nun, sagen wir mal, dieser doch sehr spezielle Bereich ist oder gerade, wenn ich, sage ich mal, meine Lehre und Online-Lehre auch irgendwie interaktiv gestalten möchte mit den Tools, die wir schon mal vorgestellt haben. Ja, das muss ich alles im Blick behalten. Ja, wenn ich das sozusagen synchron mache, ja, und ich möchte das Mentimeter, was du, Nikolas, vorgestellt hast, ja, das möchte ich sozusagen während der Veranstaltung einsetzen. Ich muss das alles parallel bedienen. Ja, ich muss Inhalte vermitteln, ich muss das parallel bedienen, ich muss es sozusagen administrieren, ich muss im Blick haben, okay, da läuft jetzt mal die Zeit zu Ende, ich sammle das irgendwie ein, die Ergebnisse. Das ist echt schon eine hohe Anforderung. Und sagen wir so, das sind dann schon echt nochmal so etliche Schritte von der reinen Präsenzvorlesung, die man so jetzt synchron per Zoom gemacht hat in dieser Phase. Ja, was sicherlich bei vielen der Fall gewesen ist, weil es gar nicht anders ging. Ja. Ja, ich könnte nochmal jetzt für die normalen Anwender, ich habe ja hier auch noch mein Webcam-Mikrofon und im Vergleich dazu vielleicht dieses, wie spricht man das aus, Shure oder Shure? Shure, genau. Ja, das hattest du auch eben auf deiner Folie, was ja doch ein etwas teures, aber dafür finde ich auch sehr gutes Mikro ist. Einfach damit man vielleicht den Unterschied, den man da nochmal hören kann. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich wechsle jetzt einfach nochmal. Ich bin ja im Moment im Nicht-Originalton, also ich habe im Moment den Zoom-Modus an. Und jetzt nochmal, wenn ich den Originalton einschalte, das habe ich jetzt gemacht, da ändert sich was, sagtet ihr, ne? Da ist jetzt was zu hören. Okay, das ist aber immer noch dieses Mikro. Und ich kann ja jetzt mal, ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich schlechter als dein iPhone-Kopfhörer-Mikro, was wir jetzt gleich hören werden. Das ist jetzt nämlich von meiner Webcam, die hier über meinem Bildschirm ist. Das ist eine Logitech HD-Webcam. Und ich schalte jetzt einfach mal um zu dem Audio-Interface, sodass man das, oder zu dem Mikro dieser Webcam. Und das mache ich jetzt. Und jetzt müsste man einen anderen Ton hören, ne? Genau, das ist deutlich schlechter. Ja. Ja, ist natürlich im Kontrast auch immer extrem, aber wahrscheinlich hört man jetzt auch stark den Hall, oder? Weil ich bin hier in einem Altbaugebäude, es hallt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Nee, der Hall ist weg. Der Hall ist weg? Okay. Ja. Dann schalte ich jetzt den Originalton mal mit der Webcam-Funktion an. Jetzt haben wir den Originalton. Wie ist der? Jetzt? Ja, jetzt hört man Nebengeräusche und es hallt ein bisschen mehr, ja. Okay. Ja, interessant. Ich höre es ja hier leider nicht, weil ich höre immer nur mein Gerät, was am Audio-Interface hängt. Aber ich werde es mir nachher auch mal ein Video anschauen. So, jetzt sind wir wieder mit Hall und Ton. Ja, ich finde trotzdem, man kann und jetzt wieder bei meinem Lieblingsmikro, ich finde, man kann trotzdem mit wenig Geld oder auch mit ein bisschen mehr, ich lege da viel Wert drauf und auch mal richtig beim Audio was rausholen, weil ich finde, wenn man vor allen Dingen auch Aufzeichnungen macht oder Videos,
bereitstellt, die dann nachher öfter asynchron auch angesehen werden, dann finde ich schon gut, wenn die Audioqualität passt. Weil ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus immer, wenn ich Podcasts oder so höre und die Audioqualität ist so, dass jemand das irgendwie mit dem Handy oder so aufzeichnet, da kann ich nicht lange zuhören, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, bei euch ist, aber ja. Ich finde da, der Audioaspekt ist der größte Hebel, um die Professionalität nochmal anzuheben, finde ich, an der Stelle. Und deswegen, vielleicht lohnt es sich da dann, ja, wir können ja nochmal einen Link auch unter dieses Video packen, was wir da vielleicht empfehlen können. Ich glaube, da gibt es gute Headsets, die nochmal ein besseres Mikro haben, die super funktionieren. Hatte ich aus Lingen mit einem letztens eine Konferenz, hatte eins, das hatte mir mal geschickt, weil ich das ganz gut fand. Das könnten wir vielleicht verlinken. Ich weiß nicht, habt ihr sonst noch irgendwelche Empfehlungen? Low Budget, jetzt du sagtest, das iPhone ist, das hat ja wahrscheinlich jeder so ein Ding, das kann man ja out of the box so nehmen. Ich habe auch diese Sennheiser Headsets, die kosten glaube ich 20 Euro, hier getestet, auch für Sprache ist das alles voll okay. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht direkt reinspricht, weil man sonst so reinpustet und dann hat man schnell so viele Plop-Geräusche. Mhm. Dass es ein bisschen weiter weg ist oder nicht in Sprechrichtung direkt, sondern ein bisschen daneben. Aber ansonsten ist das auch schon ein gutes Mikrofon. Also in der Verwaltung zum Beispiel hier habe ich diese Mikros angeschafft, weil die günstig sind und funktionieren. Mhm. Ja, ich denke, da können wir nochmal den Link irgendwie unter das Video setzen. Und ansonsten, wenn man jetzt mal von Mikros abschaut, was sind da so deine Erfahrungen? Gibt es sonst noch irgendwelche Notwendigkeiten im Raum, irgendwie welche Vorkehrungen zu treffen? Oder also lohnt sich das? Verstanden, mit dem Zoom-Modus braucht man es eigentlich ja fast nicht mehr. Aber vielleicht nimmt man ja auch mal nicht über Zoom auf, sondern über Camtasia direkt und da hat man dann diese tollen Features wiederum nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, da ist es dann zum Beispiel bei mir hier im Büro, ich bin im Altbau im Schmied im Hohne, dass es extrem hohe Decken sind hier und da habe ich dann, wenn ich direkt über das Mikro aufnehme, einen sehr großen Hall-Effekt trotzdem noch und der wird halt nicht von Camtasia rausgefiltert. Und da hilft mir jetzt ein schöner Molton-Vorhang ein bisschen, der hängt hinter meinem Bildschirm, den sieht man jetzt nicht. Der nimmt ein bisschen was weg, aber am besten funktioniert es immer noch bei mir im Homeoffice, wo ich unterm Dach bin, wo ich ein kleines Zimmer habe, ohne große Altbaudecken. Und da habe ich einfach gemerkt, ist die Qualität am besten. Also was sind da eure Erfahrungen oder was würdest du empfehlen, Jan, vielleicht aus deiner... Ja, also auf jeden Fall auch kurze Nachhaltzeiten sind wichtig für die Sprachverständlichkeit. Irgendwie unter einer Sekunde ist auf jeden Fall wichtig. Da reicht ein Bücherregal, ist gut. Der ist auch ein Diffusor, dann wird der Schall nicht direkt eins zu eins zurückgeworfen, sondern wird gestreut. Also ein Bücherregal hilft schon sehr. Aber ansonsten so Sachen, die man auch ein Sofa, also alles, was irgendwie Stoff hat, was Hall schluckt. Und auf der anderen, also es gibt Diffusoren und Absorber. Es gibt also Stoffe, die absorbieren den Hall, die machen die Nachhallzeit kürzer und Diffusoren streuen den Hall. Wenn man da eine Kombination hat und normalerweise, wenn man jetzt nicht einen ganz leeren Raum hat, hat man das automatisch, weil man schon oft eine Bücherregalwand hinter sich hat. Molton ist natürlich auch super. Im professionellen Bereich hat man dann spezielle Absorber. Ich weiß nicht, ob wir, können wir hier an der Decke hängen, hier zum Beispiel welche da oben. Ah, ja. Wir sind jetzt hier auch im Tonstudio. Die sind auch genau dafür da, dass die Nachhallzeit hier verkürzt sind. Das ist natürlich wieder im professionellen Bereich, aber kurze Nachhallzeit im Raum hilft sehr für die Sprachverständlichkeit. Ich habe jetzt gerade bei mir nochmal ein ganz anderes Mikro ausprobiert. Ja, ich habe mir diese Ohrstöpsel eingesetzt. Ja, da ist ja auch ein Mikro drin, habe das auch schon mal umgeschaltet. Hört man das? Hört man da einen Unterschied zu dem, was ich eben hatte? Ja. Wie klingt das? Schlechter. Schlechter. Ja, weil also ich hatte eben das Mikro, das Eingebaute hier in meinem Rechner, ja, so ein großer Rechner. Also habe ich ja diese Dinge eingesetzt. Es ist ein hörbarer Unterschied. Es ist, finde ich, auch etwas schlechter, aber es ist trotzdem noch okay. Also ich finde, darüber könnte man durchaus ein Zoom-Meeting machen. Wenn man halt den Kontrast hat, merkt man es, ne? Dann ist es ein Unterschied. Also, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, der Kopfhörer nervt mich einfach, der sitzt nicht bequem genug. Wenn ich das jetzt irgendwie aufhätte, ich hätte ja auch gerade nur ein großes Ding auf, wie ihr jetzt gerade auf habt, das drückt dann irgendwann bei mir immer, egal was ich ausprobiere, die tragen sich halt weitaus angenehmer. Ne? Ich kann euch ja nochmal zeigen, man muss, also ich nehme jetzt mal die Kopfhörer weg und mache das, was man eigentlich nicht machen soll. Ich nehme jetzt einfach die integrierten Lautsprecher vom MacBook Pro. Habe jetzt trotzdem noch das Mikrofon hier. Aber jetzt wäre es ja spannend, ob irgendwie ein Echo rüberkommt von uns. Genau, hört ihr ein Echo? Was sagen. Also ich höre gar nichts. Egal, weil das Zoom super hinkriegt. Die haben das Noise Cancelling für die Sachen, die ankommen, können die perfekt wegfiltern. Das funktioniert allerdings nicht mehr, wenn ich den Originalton jetzt einschalte. Jetzt müsstet ihr wahrscheinlich... Können wir mal gucken. Ich höre nichts. Müssen wir auch den Originalton einschalten? Nee, ich habe die Hallunterdrückung, glaube ich, noch an. Moment.
So, jetzt. Komm, Niklas, erzähl du mal was zur Wechselinformatik. Oh ja, ich kann nicht. Genau. Genau, jetzt ist die Hallunterdrückung ausgeschaltet. Moment, ich mache das erstmal. Ich zeige das nochmal mit Bildschirm, dann seht ihr, kann man es besser nachvollziehen. Im Moment ist meine Hallunterdrückung aktiv, deaktiviert. So, jetzt, und wenn ihr jetzt sprecht, ist die Hallunterdrückung weg. Jetzt habe ich mal was sagen. Ich höre nichts, kein Hall. Wenn ich jetzt was sage, ich höre auch nichts mehr. Also Moment, der Originalton ist auch noch nicht an. Jetzt ist der Originalton an. Jetzt. Dann jetzt halt. Test, Test. Nee, ich höre nichts. Hier in Osnabrück, am Westerberg, höre ich auch nichts. Aber du hast doch jetzt, warte mal, dieses Häkchen ist irgendwie verwirrend. Ach ja, jetzt, sorry. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt höre ich es. Ja. Guck mal. Ja, das war, genau, das Häkchen ist verwirrend, genau. Das Häkchen ist wirklich verwirrend, ja. Die haben die Beschriftung, irgendwie eine negative Beschriftung bei dem Häkchen ist, wer sich das ausgedacht hat. Quasi doppelte Verneinung, damit tut man sich immer schwer. Genau, damit tut man sich schwer. Aber es, ne, Meeting auch, also ich habe ganz viele Meetings jetzt schon ohne Kopfhörer gemacht, weil es funktioniert. Also man braucht, normalerweise kriegt die Automatik das hin. Also ich habe zu Hause auch zwei externe Lautsprecher rechts und links neben meinem Monitor und ich bin mittlerweile auch fast dazu übergegangen, das ohne Kopfhörer zu machen, weil es einfach auch angenehmer ist, wenn man von einer in die nächste Konferenz hoppelt und dann ständig mit diesen Kopfhörern auch, wäre es auch nicht schön. Es gibt noch eine Situation, über die können wir noch sprechen. Die hatten wir nämlich aktuell auch im IFM. Das sind Online-Prüfungen, wo mehrere Leute im Raum sind und mehrere Leute an einer Zoom-Sitzung teilnehmen wollen und auch gleichzeitig zu hören sein sollen. Wäre auch eine Sitzung. Gleichen Raum? Ja, genau, im gleichen Raum. Also, okay. So, und mit zugeschalteten Prüfern. Also wir hatten Eignungsprüfung im Producing, wo der Prüfer da war. Wir hatten zwei Prüfer vor Ort und wir hatten drei Prüfer, die online zugeschaltet waren. Und die wollten natürlich dann hören, was er spricht, aber auch hören, was am Klavier passiert. Das heißt, da braucht man ein Raummikrofon, damit man denjenigen im Raum noch hört. Oder eben in einer Seminarsituation, ich nenne das jetzt mal hybrides Seminar, wo teilweise noch Teilnehmer zugeschaltet sind. Vielleicht gibt es ja in Zukunft auch nochmal. Wenn man dann nicht nur den Dozenten, sondern auch die Studierenden hören will, kommt man mit dem integrierten Mikrofon nicht mehr zurecht, weil das auf Entfernung nicht funktioniert. Wenn ihr wollt, kann ich euch das nochmal demonstrieren. Ja, klar. Dann schalte ich hier mal die Kamera um. Also das ist, wie gesagt, so eine Q8 Webcam. Ich zeige euch die mal. Ja, kriegt das jetzt mit. Ja. Vielleicht mal im Video nochmal schöner, aber ich zeige euch die jetzt mal hier über die Laptop-Kamera. Das ist eine Kamera, die hat hinten XLR-Anschlüsse, an denen man Mikrofone anschließen kann. Und ansonsten ist sie wirklich sehr simpel zu bedienen. Die hat nur einen An- und Ausknopf und Lautstärkeregler und man kann noch einstellen, welches Mikrofon man anschalten will. Und da ist jetzt auch ein Raummikrofon dran und ich stelle das jetzt mal extra in den Raum rein. Die Kamera kannst du auch als Webcam anschließen, ne? Genau, die ist jetzt als Webcam angeschlossen. Genau, ich kann jetzt im Zoom zu der Kamera hin und her schalten. Also jetzt schalte ich zu der Kamera. Das heißt, du wechselst in Zoom sozusagen das Video-Interface. Genau. Die sind beide angeschlossen und okay. Genau, die kann man genauso wechseln wie das Audio-Interface. Ja. Ich schalte jetzt zum Test nochmal das integrierte Mikrofon vom MacBook. Also wir hören jetzt das integrierte Mikrofon vom MacBook und ich gehe jetzt mal in den Raum rein und wenn ich hier hinten bin, werdet ihr vielleicht noch was hören, ich weiß es nicht. Ja, man hört es, wird nur halt schlechter. Und jetzt schalte ich um, ihr habt gesehen, ich habe jetzt schon ein Mikrofon dahingestellt. Das Mikrofon die Kamera angeschlossen. Jetzt hört ihr wieder den Ton über die Kamera. Und wenn ich jetzt in den Raum reingehe und hier spreche, sollte eigentlich alles gut zu verstehen sein. Das ist nicht so ein großer Unterschied. Ich glaube, ich das falsche Mikro. Ja, vielleicht ist das falsche. Moment, das ist richtig eingestellt. Moment. Könnt ihr mal hören, ob ihr das Klopfen hört? Ja.
Okay, nee, dann. Nee, aber dann nicht mehr. Klopf nochmal, bitte. War ganz noch leise, oder? Ich mache jetzt mal Originalton wieder an. So, 1, 2, 3. Ja, man hört es. Okay, dann müsstet ihr mich. Genau. Dann müsste es jetzt besser funktionieren. Oder nicht? Nein, was ich sagen wollte, man sieht an diesem Beispiel, so als Hochschule hat man ja schon immer das Bestreben, oh komm, wir wollen jetzt eine möglichst einfache und eine einheitliche Lösung für unsere Hochschule. Ja, und man sieht an diesem Beispiel eigentlich ganz schön, also jetzt zumindest für diesen Fall, okay, wir machen Online-Lehre mit so einem Tool wie Zoom oder von mir aus auch mit einem anderen Tool, ja, da gibt es spezifische Anforderungen, auch von einzelnen Lehrenden. Ne? Und das ist, glaube ich, jetzt aus organisatorischer Sicht für die einzelnen Hochschulen, ist es schon irgendwie schwierig. Ne? Wie können wir auch, sage ich mal, solche, wenn wir uns jetzt mal mit Blick auf unsere Gesamtzahl der Studierenden angucken, ja, wie können wir uns solche Orchideen in unserem Angebot, wie können wir auch da einen guten Service irgendwie bieten? Ne? Das ist, finde ich, jetzt auch aus organisatorischer Sicht eine spannende Frage. Ja. Und da könnte jetzt vermutlich, könnten andere Bereiche haben da sicherlich auch vielleicht ähnliche Dinge. Ne? Vielleicht nicht so spezifisch wie hier jetzt gerade. Audio finde ich auch, was ihr eben schon gesagt habt, es ist für mich sozusagen einer der wesentlichen oder eigentlich der wesentliche Kommunikationskanal in der Lehre, in der online-basierten Lehre, weil ich da sozusagen, zumindest wenn ich sowas mache, wie ja, wo ich halt dann Dozent, Dozentin dabei habe, ist das der wesentliche Informationsträger. Ich habe dann zwar als Anschauungsmaterial vielleicht irgendwie das ein oder andere Bildchen oder mal einen Film, ja, aber der Ton ist im Prinzip der wesentliche Informationsträger. Und jetzt für euch sozusagen nochmal mit der künstlerischen Perspektive ist das ja nochmal ein ganz anderer Aspekt. Genau. Ja. Synchronität sprechen wir jetzt gar nicht drüber. Das ist ja das nächste Problem. Wenn gleichzeitig Musik machen, geht ja sowieso. Anderes Mikro bitte. Ja, Jan, welches Mikro hast du an? Man hört dich jetzt ganz schlecht. Ach so. Ah. Jetzt. Das hier vielleicht. Ist das, ja, besser? Das klingt besser. Ja. Aha, ja, das hatte ich ausgeschaltet. Synchronität ist ja bei uns auch noch ein Thema. Zoom-Sitzungen sind ja bei weitem nicht synchron. Und mit Carsten, mit dir hatte ich es schon mal gemacht, aber vielleicht machen wir es hier auch noch einmal, dass wir mal versuchen zu klatschen. Ich zähle ein und ihr versucht mal die Zählzeit mitzuklatschen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich weiß überhaupt nicht, was wir machen sollen nochmal. Also ihr seid auf der Zählzeit, ich zähle ein Tempo ein, 1, 2, 3, 4 und ihr sollt auf jeder Zählzeit klatschen. In also, dem Tempo. Okay. Mit mir zusammen. Möglichst synchron. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es geht nämlich nicht. Also man kann nicht zusammen schunkeln, zusammen klatschen. Oh. Und schon gar nicht zusammen musizieren. Zumindest nicht über Zoom. Aber das ist jetzt eine Mischung aus technischem Unvermögen und menschlichem Unvermögen. Ja, das Schöne ist, man kann es nicht unterscheiden. Also ich würde es jetzt komplett auf die Technik schieben. Okay, das macht das Leben leichter. Ja. Also ist jetzt auch speziell für uns, aber das ist auch ein Riesenthema. Also man kann nicht mehr mit seinem Studenten zusammen spielen. Man kann nur so Call and Response machen. Man kann ihm was vorspielen und hört man an, was er nachspielt. Aber man kann nicht gleichzeitig spielen. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich überlege jetzt gerade, was können wir mitnehmen? Was können wir sozusagen, das klingt jetzt erstmal so, ey, das ist echt schwierig und wir haben viele Probleme, aber vielleicht erstmal die positive Nachricht. Es ist, glaube ich, für einen kleineren Adressatenkreis, jetzt so im Kontext der Hochschullehre, weil das, glaube ich, schon spezifisch ist für den Bereich, wo es dann um Audio mit nochmal einem speziellen Aspekt, wie der in Musik halt irgendwie ist. Ja, und es ist aber auch sehr viele Möglichkeiten gibt und man sich schon damit beschäftigen muss. Ja, und was es, glaube ich, gut ist, da irgendwie vielleicht mal so kleine Gemeinschaften zu bilden, was ihr ja vermutlich gemacht habt auch im IFM, dass man sich einfach austauscht, mal Dinge vielleicht gemeinsam ausprobiert. Das kann eigentlich nur ein Appell sein, aus meiner Sicht. Ja, gibt es auch. Und es gibt auch viele Lehrer, die da sehr, sehr engagiert sind und die auch technisch sehr affin sind und sich wirklich extrem aufwendige Setups gebaut haben mit großen Audio-Interfaces, wo die Gitarren-Amps noch mit abnehmen, mit mehreren Mikrofonen, also wirklich ein großes, aufwendiges Setup. Also da gibt es wirklich Lehrende, die sehr viel Mühe investieren und die
auch froh sind, und dass es die technischen Möglichkeiten gibt. Und es gibt dann aber auch andere, das weiß ich, die froh sein werden über dieses Video, um mal zu sehen, ne, wo sind die Häkchen, wo kann ich das einstellen. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass es funktioniert, dass es Gott sei Dank diese Möglichkeiten gibt und dass man das gut hinbekommt. Hast du mal ausprobiert, andere Videokonferenzsysteme da eine ähnliche Qualität hinzubekommen? Hast du dich damit mal beschäftigt? Ja, für Ton gibt es schon noch andere Systeme. Es gibt, wie heißt denn das jetzt noch? Jamkazam, so heißt es. Mhm. Genau, Jamkazam, die haben sich auf Audioübertragung spezialisiert. Die haben eine hohe Bandbreite an Audioqualität, eine kleine Bandbreite an Videoqualität. Die Musiker brauchen kein gutes Bild. Ne? Das ist wichtiger, dass der Ton funktioniert. Darum haben die Bandbreite auf Audio gesetzt und die versuchen, möglichst wenig Latenz zu schaffen. Und die sind bei der Übertragung so bei, ich glaube, bei bis 40 bis 60 Millisekunden kriegt man hin. Das ist okay. Also das ist immer noch nicht so, dass man richtig gut miteinander musizieren kann, aber es geht dann. Wir haben hier Latenzen so von 200 bis 300 Millisekunden. Das ist so, dass es nicht funktioniert. Also es gibt andere Audionetzwerke, die da besser sind. Und jetzt, mit Blick auf die Lehre, was gibt es denn für Rückmeldungen jetzt von euren Lehrern? Ihr habt ja auch viele Lehrbeauftragte, die jetzt hier irgendwie Einzelunterricht beispielsweise machen. Ist das jetzt für die ein gangbarer Weg? Weil zusammen ist es ja doch so ein bisschen alternativlos. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt das kommende Semester plant, ob da wirklich viel wieder in Präsenz stattfinden wird. Ist das eine Möglichkeit, da diesen Unterricht so fortzuführen? Wenn auch nicht optimal, aber es ist zumindest möglich. Genau, es ist auf jeden Fall möglich. Und die sind froh, wir haben jetzt von diesen Kameras, die ich hier jetzt gezeigt habe, haben wir 3 angeschafft. Genau aus dem Grund, weil man mit denen eben gut so eine Online-Lehre schaffen kann, damit die Lehrenden hier die Möglichkeiten haben, falls sie das zu Hause nicht haben. Und das haben wir auch mal abgefragt, was denn so benötigt wird. Und das ist oft das Equipment. Dafür hat sich das Institut jetzt, wie gesagt, mit 3 von diesen Kameras ausgestattet. Und die Rückmeldungen sind eigentlich positiv. Ich habe auch Anfragen, ist das Institut dabei? Ich habe mich hier schon equipmentmäßig, habe mir das und das und das und das besorgt und das funktioniert super, macht ihr das auch? Und teilweise sind die dann noch besser ausgestattet, als wir das können. Aber viele sind da sehr offen, ja.